Der schwimmende Schwarzmarkt liegt mitten im rostroten Meer, weit weg von den Kreuzertrassen des Organon. Gut so. Ich kann nicht hier weg, nicht ohne Goal. Ich würde ja gerne behaupten, dass ich nicht im Müll wühle. Aber wem will ich etwas vormachen? Das hier ist immerhin Deponia. Glitschig. Ist das eklig. Nein, es reicht. Ich gehöre hier einfach nicht her. Moment, was ist das? Hey, das ist ja mein alter Sardellenköder. Der ist doch noch gut. Nein, ich muss das nicht tun. Ich bin besser als diese deponianischen Müllwühler. Ich muss. Es geht doch nichts über frische Seeluft. Der Geruch von Abenteuer, Freiheit, der toxischen Chemikalien. Und? Tonis Mutter. Psst, du verscheust die Fische. Fauler Fisch. Na dran. Aber dieser Eingeborene bietet eine willkommene Gelegenheit, mein kosmopolitisches Geschick und meine polyglotten Skills anzuwenden. Ich, Rufus, wo ich finden Doc sein Labor? Redest du mit mir, du Affe? Für Leute wie dich haben wir Stadtpläne aufgestellt. Du meinst durchreisende Helden? Ich meine Leute, mit denen wir nicht sprechen wollen. Nur zur Information. Ich verfüge über einen hervorragenden Orientierungssinn. Deine dämlichen Stadtpläne brauche ich nicht. Und warum schaust du ihn trotzdem an? Tu ich nicht. Ich werfe ihm einen verächtlichen Blick zu. Docs Praxis ist im Industriegebiet. Aber wo ist die Spelunke? Egal, dann gehe ich wohl erstmal Doc besuchen. Was für ein hässliches Nest. Das muss zu einem extrem hässlichen Vogel gehören. So schön viel Potenzial für ein feierliches, alles verzehrendes Feuer. Laut Lieferschein ist da ein Ersatz-Airbag für Kanalgondeln in der Kiste. Vorsicht ist geboten. Die Bunten beißen gerne mal zurück. Mann, das war ein lausiges Ostern. Ich rühre grundsätzlich nichts an, was jemand Fremdes bereits im Hintern hatte. Ausgerechnet weiß, der Spielverderber unter den Farben. Noch mehr Potenzial für noch mehr dramatische Wendungen. Dort steht ein Wachhund. Hier ist ein Stöckchen. Diese Aufgabe unterfordert mein Kombinationsvermögen. Ich verdresche den blöden Köter einfach. Wer braucht denn sowas? Man spürt doch, wenn Strom fließt.
Dem werde ich schon zeigen, wer hier die überlegene Spezies ist. Und was ist das jetzt? Was schon? Ich muss zu Doc. Daraus wird wohl nichts. Ich darf niemanden vorbeilassen. Mich schon. Ich bin akkreditiert. Du meinst nicht zufällig akkreditiert, oder? Das wüsste ich nämlich. Mir ist egal, was du weißt oder nicht weißt. Ich lasse mir doch von einem aufziehbaren Flohzirkus nicht den Weg versperren. Und schon gar nicht tue ich mich nicht von dir verbessern lassen, jawohl. Es liege mir auch fern, dich zu verbessern. Es sei denn natürlich, du betrachtest einen Wadenbiss als Verbesserung. Hä? Wie meinst du denn das jetzt? Okay. Ich drücke es mal so aus, dass selbst du es verstehst. Oh, sag das doch gleich. Was bist du denn für ein niedlicher Wauzi? Ich muss doch sehr bitten. Mein Name ist Cleverbyte. Ich bin eine autonome, Kubernetes hochentwickelte Serviceeinheit, programmiert auf komplexe Sicherheitsaufgaben. Cleverbyte? Was für ein putziger Name für einen Robohund. Ich verbiete mir diese Erniedrigungen. Durch die neuronale Verknüpfung von Computerzeitkreisen mit organischem Hirngewebe bin ich in der Lage, über 3000 Leitkomma-Operationen in der Sekunde vorzunehmen. Kannst du auch Männchen machen? Das vielleicht nicht. Aber ich kann durch einen gezielten Biss dafür sorgen, dass du keine mehr machen kannst. Ganz schön großmäulig für einen Cyber-Dingstar-Wauzi. Aber wie sagt man doch so schön, Hunde, die bellen, beißen nicht. Hast du mich etwa bellen gehört? Ich weiß nicht. Ich höre immer nur Mimimi, Nerdgefase, Mimimi. Ich werde Doc empfehlen, dir einen Cyber-Maulkorb zu basteln. Dazu müsstest du wohl erstmal an mir vorbei, oder? Ich lass mir doch von einem dummen Hund nicht den Weg versperren. Ich bin ja auch ein überlegener Kybernetischer. Mimimi, überlegen, Mimimi. Ich werde dir schon zeigen, wer hier überlegen ist. Platz. Ich bin mir nicht sicher, ob ich deine Intention verstehe. Das liegt daran, dass du nur ein dummer Hund bist. Vielleicht würde es helfen, wenn du in ganzen Sätzen sprichst. Mach Platz. Bravo. Wenn du dich noch ein bisschen mehr anstrengst, dann gelingt es dir eventuell sogar, einen ganzen Satz zu bilden. Ein Klacks. Hiermit fordere ich dich auf. Einen Platz zu machen. Brav hast du das gemacht. Aber ich verstehe immer noch nicht ganz, worauf du hinaus willst. Na, Platz. Platz halt. Hier. Ich werde nicht mehr. Lass mich durch. Ich muss zum Doc. Oh. Das geht leider nicht. Wenn ich dich durchließe, würde ich meine ganze Designation als Wachhund kompromittieren. Ich komprimiere dir auch gleich mal was. Ich glaube, du vergisst, wer hier die überlegene Spezies ist. Warum zeigst du es mir dann nicht einfach? Lässt du mich bitte herein? Das klingt schon besser. Aber... ich habe das vierte Wort nicht ganz verstanden. Bitte. Bitte sprechen Sie direkt in das Audio-Interface. Meinetwegen. Bitte. 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 Aufhören! Bitte aufhören! Meine Zeitkreise überladen noch. Wer ist ein artiger Roboterhund? Lass mich kurz darüber nachdenken. Deine Mutter vielleicht? Was? Och, du Mieser. Blöder Köter. Gibst du etwas schon auf? Enttäuschend. Na schau mal, was ich hier Feines habe. Und jetzt
Sei ein braves Hundchen und hol das Stöckchen. Was ist? Hol das Stöckchen. Oder bist du etwa zu blöd dafür? Ja, genau. Das wird sein. Hol das Stöckchen. Nein. Du holst jetzt das Stöckchen, aber pronto. Wenn du das Stöckchen so gerne hast, hol es doch selbst. Und wenn du schön brav bist, lass es dich dann vielleicht sogar durch. Na los, ich habe gerade ein Stöckchen geworfen und du bist ein Hund. Also, was tut ein Hund in einem solchen Fall? Ich warte darauf, dass du dich noch mehr zum Affen machst. Möb, falsch. Du apportierst den Stock. Oder bist du dazu zu blöd? Warte, ich mache es dir vor. Oh Junge, das hast du nicht wirklich gerade getan, oder? Ich werd nicht mehr! Irgendwas scheint mit dieser Lampe nicht zu stimmen. Die flackert andauernd. Vielleicht ist ja die Fassung lose. Da Capo! Da Capo! Genau. Dieser bellende Mülleimer hält sich vielleicht für schlagfertig. Aber gleich werde ich ihm zeigen, was Schlag, wann der Schlag fertig ist. Was so ein Schlag? Ach, egal. Irgendein geniales Wortspiel mit Schlag halt. Schlag. Wegen elektrischem Schlag und so. Ach, Rufus, du brauchst keine Pointe, um brillant zu sein. Dort steht ein Wachhund. Hier ist ein Stöckchen. Diese Aufgabe unterfordert dich verdreht. Jetzt wird er sein blaues Wunder erleben. Hey, was ist los? Gibst du etwa schon auf? Ja, du hattest recht. Diese Stöckchen-Sache ist einfach zu hoch für mich. Du verblödete Gullitöle. Ja, so geht das. Du nimmst den Stock in den Mund. Oh, Junge. Ich werd nicht mehr. Oh, Junge. Oh, Junge, Junge. Oh, Junge, 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 Junge. Das ist ein Techno-Flux-Induktor-Dingens. Sowas erkenne ich sofort. Es ist Zeit für ein weiteres brillantes Manöver. Plus minus 10 Minuten. Nicht nötig. Ich habe alle Zeit, die ich brauche. Hey Doc! Rufus! Endlich. Cole hat es diesmal ganz schön erwischt. Aber wie ich sehe, hast du alles im Griff. Ich gehe da mal Boso suchen. Er sagte was von einer Spelunke. Das Implantat ist schwer beschädigt. Ich muss sofort operieren. Es gibt nur ein Problem. Der Datenträger wird die Prozedur nicht überleben. Und das ist schlecht. Naja, ihr ganzes Bewusstsein ist darauf gespeichert. Ihre Erinnerung, ihr Charakter. Die Aufstiegscodes. Ich kann die Daten retten, aber ich brauche einen Satz leerer Datasetten.
Und diese Datasetten sind schwer zu bekommen, ne? Niveau. Das hier ist der schwimmende Schwarzmarkt. Hier bekommt man einfach alles. Und Hirnimplantate sind der neueste Schrei. Ich habe gerade neulich wieder eins eingebaut. Du bekommst die Datasetten im Gadget-Shop. Was? Wieso ich? Weil ich die Operation vorbereiten muss. Und ich muss mich mit den lokalen Gepflogenheiten auseinandersetzen. Boso sagte was von einer Spelunke. Rufus. Ist ja schon gut. Die Datasetten gibt's also im Gadget-Shop. Er ist direkt am Hafen. Noch vor dem Stadttor. Lass sie einfach auf meinen Namen anschreiben. Aber achte ja darauf, dass du die guten Datasetten kaufst. Die billigeren verursachen nur Probleme. Ist ja dein Geld. Sie ist fast immer bewusstlos, wenn wir uns über den Weg laufen. Ob es da einen Zusammenhang gibt? Ach, Unsinn. Goal? Goal! Sie kann dich nicht hören, Rufus. Kein Problem. Ich weiß, was zu tun ist. Alles, was ich brauche, ist Batteriesäure, Schießpulver, Stierblut... Oder du bringst mir einfach die Datasetten, wie ich es dir aufgetragen habe. Mal sehen. Die Datasetten gibt's also im Gadget-Shop. Er ist direkt am Hafen. Noch vor dem Stadttor. Lass sie einfach auf meinen Namen anschreiben. Aber achte ja darauf, dass du die guten Datasetten kaufst. Erst kauen. Das sollte ein Hinweis sein, dass du nicht in meinen Sachen herumschnüffeln sollst. Hinweis gehört und ignoriert. Rufus. Ist ja schon gut. Der beste Freund des Bastlers. Die Unachtsamkeit von Bastlerkollegen, die ihr Werkzeug offen rumliegen lassen. Hey, du! Wer? Ich? Nein, wir reden mit dem Pferd, das dir hinterherläuft. Wir haben dich beobachtet. Wir wissen, was du vorhast. Da wisst ihr mehr als ich. Neuigkeiten verbreiten sich schnell auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Du hast etwas sehr Wertvolles. Es darf nicht in die falschen Hände geraten. Und eure Hände sind die richtigen. Sagen wir einfach, wir sind Freunde. Wir sind die Guten. Wir kämpfen gegen die Unterdrückung durch den Organon. Tod dem Organon. Der Organon plant etwas. Etwas Unaussprechliches. So unaussprechlich, dass wir nicht darüber reden können. Wir müssen los. Wir haben schon zu viel erzählt. Aber wir kommen wieder. Und dann holen wir uns, was uns zusteht. Sprich mit niemandem darüber. Sei auf der Hut. Und vergiss nicht, wer deine wahren Freunde sind. Tod dem Organon. Tod dem Organon. Was war denn das jetzt?
Was soll das denn? Ein Gitter? Hey! Hallo! Was heißt denn hier Burg? Frechheit! Leer. Von dem Vogeldreck mal abgesehen. Go, go! Rufus Gummiarm! Tja, also sonst klappt das immer. Ich habe noch nie einen so hochnäsigen Türsensor gesehen. Wer benutzt denn da einen Spaten zum Harken? Ach, seht nur, Kinder, es ist Glatzmatz, der Gartentroll. Glatzmatz, Glatzmatz, hässlich wie die Nacht. Eine Harke, die könnte nützlich werden. Sie ist leer, wenn man mal von dem ganzen Ungeziefer absieht. Es scheint sich um eine Schrottkrabbenkolonie zu handeln. Goldig. Eine einsame Tür in einer dunklen Gasse. Wohin sie wohl führt? Das ist nicht das geheime Klopfzeichen. Ist es wohl? Ist es nicht. Das geheime Klopfzeichen geht. Hehe, du Trottel. Jetzt hast du's verraten. Lass mich rein. Erst das Klopfzeichen. Na gut. Darf ich jetzt rein? Nein. Warte, ich habe mich vertan. Das war das alte Klopfzeichen. Was? Aber... Ich weiß. Eine Schande, dass wir es geändert haben. Ich konnte es mir viel besser merken. Trotzdem, wir benutzen jetzt das neue Klopfzeichen. Und wie geht das? Das ist geheim. Verdammt. Es scheint sich um eine Schrottkrabbenkolonie zu handeln. Goldig. Das ist kein Schrottverbrennungsmotor. Ich sehe keinen Schalter, aber egal. Mit etwas technischem Feingefühl sollte das kein Problem sein. Geh aus! Was für ein weltfremder Spinner. Konnte er keinen vernünftigen Job finden? Uhu. Prego. Was sind das für Noten? Ah, la musica si fa volare. Er ist eine Canzone, molto romantica. La 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 la. Calzone. Prego. Kannst du nicht mal was anderes spielen? Oh, con piacere. Ma sfortunamente, aber leider, leider. Ich habe nur uno singolo spartito. Nur das eine Notenblatt. Comprende? Nicht alles. Aber egal. Musst du wirklich andauernd singend durch die Kanäle rudern? Cantare, ma sì. Ich muss machen, um zu verscheuchen dir. Wie sagt man? Langeweile. Ratten. Ja, das macht mehr Sinn. Coole Gondel. Sì, sì. Il Cabrio molto confortabile con tutto extra speciale. Mit allen Extras? Was für Extras? Airbag. Ich will dich ja nicht beunruhigen, aber der Organon plant, Deponia zu sprengen. Oh, no apprensione. Keine Sorge. Mit einer fröhlichen Canzone auf die Lippen, alles wird werden wieder Bene. Gar nichts wird Bene. Der ganze Planet wird in die Luft fliegen. Dann, ich werde singen. Fin allora. La 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 la. Au Backe. Hoffentlich kommen die langsam in die Hufe mit ihrer Sprengung. Arrivederci. Hä? Was für ein Ding? Ach, nichts.
Die Stoßstange sieht stabil aus. Aber ob sie auch den berüchtigten Rufus-Elch-Test aushält? Ein Notenständer. Oh oh. Das verheißt nichts Gutes. Prego? Arrivederci. Mach nichts. Stranzo! Bist du Tomato? Mach ein Puff zu meinem neuen Sacco, die Aria. Jetzt, ich muss zu Ihnen danken, um hier zu holen, die Ersatz. Das war lustig. Diese südländischen Modelle sind doch der reinste Schrott. Ständig geht irgendwas kaputt. Vorsicht ist geboten. Die Bunten beißen gerne mal zurück. Mann! Was für ein hässliches Nest. Das muss zu einem extrem hässlichen Vogel gehören. Das soll ein Rasiermesserfisch sein? Also für mich sieht das eher nach einem Schwert aus. Hey, halt still! Verdammt, er scheint eine Art Bewegungssensor zu haben. Was für ein hässlicher Vogel. Gibt es denn hier keine Gesichtskontrollen? Darf ich stören? Eigentlich nicht. Dann muss es wohl ohne deine Einwilligung gehen. Sind wir uns nicht schon vor Docs Werkstatt begegnet? Es muss eine Verwechslung sein. Nein, nein. Du und dein kräftiger Kumpel wolltet mir irgendwas abknöpfen. Was habt ihr doch gleich gerufen? Tod dem Organon. Tod dem Organon! Ich meine, Tod dem Organon. Wer würde denn sowas sagen? Eine gute Parole natürlich. Hat bestimmt jemand lange dran gesessen. Warum sitzt du hier so alleine? Ich warte auf einen würdigen Gegner im Schnickschnack-Schnuck. Warum denkst du, dass du den ausgerechnet hier findest? Weil sich hier alle Langfinger der Gegend rumtreiben. Das macht Sinn. Du bist ein professioneller Schnickschnack-Schnuck-Spieler? Genau. Ich bin ein Schere-Stein-Papier-Fachmann. Ein Knobelexperte. Ein Schnibbelprofi. Meine Stärke ist die Schere. Die habe ich jahrelang trainiert und beherrsche sie aus dem FF. Aber auch mein Stein ist nicht von schlechten Eltern. Ich habe hier und da noch gewisse Schwierigkeiten, das Papier gezielt einzusetzen. Aber mein Trainer sagt, dass ich diese Schwäche durch Schnelligkeit und Ausdauer ausgleichen kann. Lass uns spielen. Gerne. Aber zunächst muss ich deine Finger sehen. Hast du sie dabei? Als ich zuletzt nachgesehen habe, waren sie am unteren Ende des Arms. Mal sehen. Ha, da sind sie ja. Haha. Netter Versuch, Kumpel. Wieso? Was ist denn? Das sind keine offiziellen Turnierfinger. Sie könnten gezinkt sein. Komm wieder, wenn du dir offizielle Turnierfinger besorgt hast. Ich gehe da mal wieder. Mach das. Ich hoffe, die haben da auch noch was Brauchbares drin. Ach, so funktioniert das. Hi ho, hi ho. Willst du Ärger? Na komm schon, sing doch mit. Hi didel didel do. Mann, hast du ein Glück, dass ich keine Behinderten schlage. Die obligatorische Zuckerdose. Mal gucken, ob der Deckel auch schön aufgeschraubt ist. Ja, wie es sich gehört. Einen schönen ersten Mat habe ich da. Ich muss die ganze Arbeit machen
Und er sitzt hier und litert sich den Grog rein. Erster Mat? Wovon redest du da? Ich habe dir doch lediglich eine Passage auf meinem Kutter gegeben, für die du übrigens noch immer nicht bezahlt hast. Ach ja, der gute alte Boso. Ständig murmelt er irgendwelche Seemannsflüche in sich hinein. Hallo Boso, alter Pirat. Das hatten wir doch schon, Rufus. Ich bin kein Pirat. Ich bin lediglich ein Schrotthändler mit einem eigenen Kutter. Genau. Und den Papagei hast du nur zufällig auf der Schulter. Ich habe keinen Papagei, Rufus. Und ich hatte auch nie einen. Ach ja? Und wen habe ich dann mit Regenwürmern gefüttert, als du geschlafen hast? Du bist schon ein seltsamer Vogel. Ein Adler. Sag mal, Rufus. Wolltest du eigentlich über was Bestimmtes sprechen? Bestimmt. Worauf wartest du dann noch? Auf die Multiple-Choice-Box. Moment mal. Würmer? Psst, da kommt sie! Habe ich etwa die ganze Überfahrt verschlafen? Wie ein Schnabeltier. Nur, dass du im Schlaf gemurmelt hast. Ich habe von meinen nächsten großen Abenteuern geträumt. Haben die irgendwas mit Ballett zu tun, Schnuzzipu? Ich war bei Doc und muss zum Gadget-Shop. Na, dann grüß Gilligan von mir, falls er da ist. Du findest ihn beim Anleger, gleich links vom Stadttor. Wie ist der Grog hier so? Das ist Pfefferminztee. Ach, erzähl mir doch nichts. Piraten trinken Grog, das weiß doch jeder. Aber ich... Hör mal, ich habe mit Doc gesprochen. Er sagt, deine verschobene Wahrnehmung könnte auf eine schwere Kopfverletzung hinweisen. Und die Narbe an deinem Auge könnte auf eine abenteuerliche Seeschlacht hinweisen. Im Ernst, bist du irgendwann mal auf den Kopf gefallen? Ich meine, vor den beiden Malen, seit wir uns kennen. Ist die Anker, flichtet die Segel! Ein Biber Butzemann. Naja, was interessiert es mich? Solange du nicht vergisst, dass du die Überfahrt noch bezahlen musst. Ja, und ne Buddel voll rum. Bis später. Verlauf dich nicht. Hey, Finger weg. Ach ja? Was willst du machen? Mit dem Fuß aufstampfen und mein erstgeborenes Kind stehlen? An deiner Stelle würde ich mein Maul nicht so aufreißen. Ich bin in der richtigen Höhe, um dein erstgeborenes Kind pränatal abzutreiben. Ich muss mal weiter. Ich bekomme Nackenschmerzen, wenn ich zu lange nach unten gucke. Das Ambiente stimmt schon mal. Lasst bitte die Kerze in Ruhe. Sie ist das Einzige, was hier drin für Licht sorgt, wenn der Generator mal wieder ausfällt. Verschlossen. Das muss Gulliver sein. Er scheint mir ganz in Ordnung. Aber er ist ein lausiger Ersatz für Lonzo. Hi. Ah, ein neuer Kunde. Herzlich willkommen in Gullivers Gully. Ich bin Gulliver. Wenn du die Toiletten benutzen willst, sag bitte vorher bei mir Bescheid. Dann bekommst du von mir den Schlüssel, die Taschenlampe und das Anti-Wolf-Spray. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch Erdnüsse von der Theke entstanden sind. So, was kann ich für dich tun? Gullivers Gully klingt aber nicht besonders einladend. Meine Kundschaft ist es nicht gewohnt, irgendwohin eingeladen zu werden. Wer würde auch Diebe und Schmuggler zu sich einladen wollen? Oder Leute mit ansteckenden Mundschleimhautentzündungen? Wenn du ein einladendes Ambiente suchst, dann gehst du besser in die Oberstadt, Bursche. Ich hätte die ein oder andere Frage zu deiner Stammkundschaft. Schieß los! Habt ihr gar keine Probleme mit dem Organon? Es kommt mir so vor, als würde hier jeder machen, was er will. Und so ist es auch. Die Beamten lassen uns hier in Ruhe. Horta Fisco ist weit weg und die Magnetbahnroute läuft an der Küste entlang. So ist der schwimmende Schwarzmarkt überhaupt erst entstanden. Wir sind immer da, wo der Organon nicht hinguckt. Und wenn ich dir jetzt sagen würde, dass es nicht mehr lange so bleiben wird? Dann würde ich sagen, geh zu Janosch und seinen Widerstandsschwätzern. Nur Idioten glauben an diesen Verschwörungsquatsch. Kennst du Captain Boso? Klar, er legt hier ja regelmäßig an. Ich glaube, er hat was mit der Besitzerin des Waffenladens in Klein-Venedig am Laufen. Sie bricht keine Herzen, sie perforiert sie mit einem Repetierlaser. Und mit dieser Furie hat Boso was am Laufen? Ich kann mir kaum vorstellen, wie das funktionieren soll.
Wie war das gleich mit Bosos Freundin? Ich glaube, er hat was mit der Besitzerin des Waffenladens in Klein-Venedig am Laufen. Sie bricht keine Herzen, sie perforiert sie mit einem Und mit dieser Furie... Ich kann mir kommen. Das war's fürs Erste. War ja auch genug. Ganz schön schummrig hier. Freu dich doch. Die wenigsten meiner Stammgäste sind ein schöner Anblick. Aber wenn du das hier schon dunkel findest, dann warte mal ab, bis der Generator wieder streikt. Passiert das öfter? Leider. Es ist die salzige Luft. Die ist wie Zucker im Tank. Paradox, nicht wahr? Ein Drink bitte. Hast du Geld dabei? Dachte ich's mir. So wie du rumläufst. Warum sagen das immer alle? Komm wieder, wenn du Geld hast. Für Durchreisende lasse ich nichts anschreiben. Was gibt's auf dem schwimmenden Schwarzmarkt noch alles zu sehen? Sag jetzt bloß nicht, du bist ein Tourist. In dem Fall gehst du besser in die Oberstadt. Vorausgesetzt, sie lassen dich da rein. Downtown ist für Schmuggler, Hehler, Spieler und Piraten reserviert. Wenn du was Besonderes erleben willst, empfehle ich dir das Schnabeltier-Bataka in der Arena auf dem Markt. Die Kämpfe finden allerdings nur statt, wenn sich zwei Streithälse in die Wolle bekommen. Wie war das gleich mit diesen Schnabeltierkämpfen? Das Schnabeltier-Bataka ist ein tödlicher Wettstreit. Ein Kampf auf Leben und Tod. Kann die Jukebox nicht mal einen anderen Song spielen? Wieso? Das ist doch jetzt schon wieder ein anderer Song. Bist du sicher? Dieses Gedudel kommt mir doch sehr bekannt vor. Sag nichts gegen meine Jukebox. Da sind nur Klassiker in der Playlist. Am liebsten mag ich das Paarungslied der Schrottkrabben. Allerdings nur, wenn die Tür zu ist. Ich habe schon genug Beschwerden über Krebsbisse. Ich müsste mal die Toilette benutzen. Dann solltest du zuerst diese Erklärung hier unterschreiben. Eine Erklärung? Hiermit bestätige ich, dass keine Schadensersatzansprüche gegen Gulliver, Gullivers Gulli oder Spritzi-Toilettenausstattungen geltend gemacht werden können, im Falle von Haarausfall, Nasenschleimhautverätzungen, Spinnenbissen, Rattenbissen, Wolfsbissen, Lepra, Schuppenflechte oder jedweder Verfluchung durch ein indigenes Naturvolk? Wer würde so einen Quatsch denn unterschreiben? Nun, der Besitzer des Drugstores zum Beispiel. Ist er lebensmüde? Blind. Ansonsten ist die Benutzung der Toilette eine beliebte Mutprobe. Also beliebt bei denen, die im Testament stehen. Darelef da oben hat auch gerade so eine Wette mit seinem Kumpel Liebold am Laufen. Aber ich glaube nicht, dass er es tun wird. Er hat noch Pläne. Ich habe auch einen Plan. Den Plan, nicht als Feigling dazustehen. Er mit dem Stift. Du musst das nicht machen. Das weißt du, oder? Ich habe noch nie Sachen gemacht, die ich machen muss. Na dann, viel Glück. Wenn dein Bedürfnis stärker wird als dein Lebenserhaltungstrieb, kannst du Garlef ja nach dem Schlüssel fragen. Das werde ich. Bis später. Komm wieder, wenn du einen Drink kaufen möchtest. Darf ich nochmal stören? Willst du es nicht ohnehin machen? Stimmt. Hast du den Schlüssel für die Spelunkentoilette? Ja, aber ich brauche ihn noch. Ich habe da eine Wette am Laufen. Du hast gewettet, dass du die Toilette benutzen wirst? Ja, aber noch konnte ich mich einfach nicht überwinden. Hast du etwa Schiss? Noch nicht genug. Ich gehe da mal wieder. Mach das. Das ist wohl schon der neue Airbag. Das ging aber schnell. Ein Airbag? Wer hätte das gedacht? Welcher Amateur hat die denn montiert? Die müsste dringend mal neu ausgerichtet werden. Welcher Amateur hat die denn montiert? Die müsste dringend mal neu ausgerichtet werden. Upsi, warum passiert mir das eigentlich immer bei Antennen? Warum passiert mir das eigentlich... Die obligatorische Zuckerdose. Mal gucken... Ja, wie...
Das muss eine dieser echten Turnierhände für Profi-Schnick-Schnack-Schnuck sein. Ich muss unbedingt an Bord dieses Tauchboots gelangen. Go, go! Rufus Gummiarm! Tja, also sonst klappt das immer. Ich fühle mich irgendwie beobachtet. Ach nee, wenn jemand zuguckt, kann ich nicht. Zu für meinen Geschmack. Zu. Sole mio. Wen haben wir denn da? Wenn das nicht der Neuankömmling ist, von dem alle reden. Tun sie das? Wird ja auch Zeit. Die Geschichten von meinen Heldentaten sind alle noch untertrieben. Wir sind nicht interessiert an Märchen. Du hast etwas, das wir haben wollen. Zu dumm. Mit gutem Aussehen muss man geboren werden. Wir reden von den geheimen Aufstiegscodes. Die Aufstiegscodes? Nur über meine Leiche. Wartet, lasst mich das umformulieren. Oh oh. Au! Autsch! Au! 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 Er hat sie nicht dabei. Er ist wohl doch nicht so dumm, wie er aussieht. Und was machen wir jetzt? Wir sollten der Donner Bericht erstatten. Nette Leute trifft man hier. Ich sollte etwas bescheidener auftreten. Ein langweiliger Typ mit einem noch langweiligeren Hobby. Huhu. Verschwinde, du verscheuchst die Fische. Aber... Kusch! Huhu nochmal. Verschwinde, du verscheuchst die Fische. Ich bin doch ganz leise. Als würde es darauf ankommen. Hast du schon einmal einen Fisch mit Ohren gesehen? Das Wichtigste beim Angeln ist das Anglerglück. Wenn du ein Angler wärst, wüsstest du das. Aber... Kusch! Huhu nochmal. Verschwinde endlich. Und wenn ich hier auch angeln will? Erzähl keinen Seemannsgarn. Du bist kein Angler. So wie du rumläufst. Außerdem fehlt dir offensichtlich das obligatorische Anglerglück. Und wenn ich dir beweise, dass ich doch ein Angler bin? Ha, das will ich sehen. Wirst du auch. Schön. Und jetzt? Kusch. Das sind ziemlich mickrige Köder. Kein Vergleich zu meinem epischen Walköder aus phosphoreszierenden Sardellen. Die will ich nicht. Es sind ziemlich mickrige Köder. Kein Vergleich. Was war es noch gleich, was ich nicht mehr mit Gläsern voller Haken tun wollte? Ach, das fällt mir schon wieder ein. Was war es noch gleich, was ich nicht mehr mit Gläsern voller Haken tun wollte? Ach ja, reingreifen. Aua! Was mache ich denn zuerst? Die Welt retten? Den Hirnschaden meiner Freundin reparieren? Ach nein, ich weiß. Ich schaue mir diesen Eimer an. Schön!
Das rote Rohr führt in Richtung Klein-Venedig. Das grüne ins Herz des Industriegebietes. Und das gelbe in diese dunkle Gasse da. Jemand sollte dem armen Teufel mal sagen, dass Punkte mittlerweile voll out sind. Was? Wo? Was verkaufst du hier? Wonach sieht es denn aus? Tja. Nein, im Ernst. Wonach sieht es aus? Ich bin blind, weißt du? Ich sehe hauptsächlich bewusstseinsverändernde Substanzen, illegale Drogen und fragwürdige Medikamente. Puh. Dann ist ja alles in Ordnung. Das hier ist mein Drugstore. Scheinbar. Was kann ich für dich tun? Ich würde gerne was kaufen. Oh, das ist gut. Das ist sehr gut. Was soll's denn sein? Gibt's irgendwas umsonst? Nicht wirklich. Das Einzige, was ich dir anbieten könnte, wäre das Probeexemplar von diesem neuen Gewächs. Es enthält diverse, bewusstseinsverändernde Substanzen, die noch niemals an Menschen getestet wurden. Höchst gefährlich. Absolut illegal. Und die möglichen Nebenwirkungen sind genauso unaussprechlich wie unvorhersehbar. Aber es ist umsonst. Ja schon, aber... Na dann her damit. Nicht so schnell. Die Cucumis Agnitio gibt es nur im Austausch gegen einen Gratis-Coupon. Kuku, hä? Cucumis Agnitio. Die Gurke der Erkenntnis. Der Wirkstoff liegt in ihrem Saft. Leider ist die Schale sehr hart. Harte Schale, gefährlicher Inhalt, unvorhersehbare Nebenwirkungen. Wie bei mir? Ich hätte gerne einen +5-Heiltrank. Die sind leider alle. Aber ich hätte etwas Gegengift im Angebot. Nee, lass mal. Dann spare ich lieber. Was ist in der Flasche da hinten? Unverdünntes Ethanol mit Frostschutzmittel. Schmeckt eigentlich ganz okay. Ich habe das früher oft getrunken. Aber irgendwann habe ich die Flasche nicht mehr gefunden. Hast du Beruhigungspillen? Ja, aber nur auf Rezept. Ja, ich habe hier ein Rezept. Das ist kein Rezept. Das ist ein abgerissener Knopf von deinem Mantel. Bist du dir da ganz sicher? Hör mal, ich mag blind sein, aber ich bin nicht blöd. Das kann man so oder so sehen. Kann ich nicht doch so eine Gratis-Gurke bekommen? Nur im Austausch gegen einen Coupon. Na toll. Und woher bekomme ich jetzt diese Coupons? Na, aus der kostenlosen Apothekenzeitschrift natürlich. Aber ich sehe keine kostenlose Apothekenzeitschrift. Ich auch nicht. Aber hörst du mich jammern? Sie liegt hier irgendwo gut sichtbar aus. Tut sie nicht. Als ich vorhin Pause gemacht habe, war auf jeden Fall noch ein Exemplar da. Ich habe ein neues Abführmittel getestet und da musste plötzlich alles sehr schnell gehen. Und du hast das Magazin mit aufs Klo genommen? Wozu? Um dir die Cartoons anzugucken? Schon mal was von Blindenschrift gehört. Außerdem fehlt es in Gullivers Spelunkenklo immer an Klopapier. Aua. Für mich erstmal gar nichts. Jeder das, was er verdient. Ich bin neu hier. Gibt's hier irgendwelche Sehenswürdigkeiten oder so? Sehr lustig. Falls du es noch nicht bemerkt hast, ich bin blind. Nobody is perfect. Nobody but me. Du bist blind? Wie kommt's? Sagen wir es einfach mal so. Es ist zu spät, sich anzugewöhnen, die Beipackzettel zu lesen. Von hier aus hat man einen guten Überblick über den Marktplatz. Ah, das erklärt eine Menge der Geräusche, die ich in letzter Zeit so höre. Was gibt's denn zu hören? Irgendwelche Neuigkeiten oder Gerüchte? Tja, da muss ich dich wohl enttäuschen. Diese rhythmische Hintergrundmusik übertönt alles. Außer die gelegentlichen Jubelrufe aus Richtung der Arena. Warte mal, was ist denn das? Haha. Warst du kürzlich in Bellevue? Lustig. Was hat es mit dieser Arena auf sich? Das wüsste ich auch gerne. Ich weiß nur, dass es eine kesselförmige Vertiefung in der Mitte des Marktplatzes ist. Dort findet irgendeine Art sportlicher Wettkampf statt. Soweit ich weiß, hat es mit Schnabeltieren zu tun. Und mit Wasser. Mit Wasser? Ja, zum Glück haben sie inzwischen ein Geländer um die Arena gebaut. Ich habe die Musik ausgestellt. Wow, danke vielmals. Wie auch immer du das angestellt hast. Bububu, Kuckuck, verschwinde. Wir sehen uns. Sprich nur für dich. Cool, eine frei zugängliche Tonne mit abgelaufenen Medikamenten.
abgelaufene Beruhigungspillen. Hm, besser als nichts. Herzlich willkommen in Gilligan's Gadget Garten. Es bedient Sie Ihr Shop-O-Mat 2000. Wie kann ich Ihnen helfen? Doc schickt mich, um einen Satz Datasetten abzuholen. Aber natürlich, wir haben zurzeit zwei unterschiedliche Marken im Sortiment. Die erste Sorte heißt Platinum Proof Professional. Sie sind etwas teurer, haben dafür aber die bessere Qualität. Es gibt aber noch eine billigere Sorte. Cowboy Dodos lustige Allzweck-Datasetten. Sie sind zwar qualitativ nicht ganz so hochwertig, dafür gibt es einen bunten Lolli gratis dazu. Ein Lolli? Also, welche Marke darf es denn sein? Sind es auch wirklich die guten Datasetten? Natürlich. Immerhin geht es hier um Golds Bewusstsein. Na, dann kann es ja losgehen. Hat es funktioniert? Ich weiß nicht. Irgendwas stimmt nicht. Rufus? War ja klar. Warum drängt sich eigentlich immer, wenn ich dich sehe, dieselbe Frage auf? Wer ist der gut aussehende Typ in dem Mantel? Wo bin ich hier? Weil dich meine magnetische Ausstrahlung orientierungslos macht. Im Ernst, wohin hast du mich diesmal verschleppt? Und warum stinkt es hier so? Das ist hier der schwimmende Schwarzmarkt. Du bist in Sicherheit. Sicherheit? Rufus, ich war gerade auf dem Weg nach Elysium. Okay, schon. Aber mit dem Falschen. Cletus wollte mir helfen. Und du traust diesem verlogenen Schmierlappen? Tja, wem glaube ich wohl eher? Meinem Verlobten oder seiner billigen Imitation? Was ist denn bloß los mit dir? Was los ist? Ich wache auf und finde mich in einem stinkenden Folterkeller wieder. Das ist los. Mich juckt es bereits überall, nur weil ich diese schadstoffverseuchte Luft atmen muss. Oh, mir wird übel. Ich muss hier raus. Sie ist ganz schön sauer. Das täuscht. Ich habe eine gewisse Wirkung auf temperamentvolle Frauen. Sie werden temperamentvoll? Sehr witzig. Aber sie kam mir tatsächlich ein wenig biestig vor. Bist du sicher, dass du bei ihr nichts durcheinandergebracht hast? Ich glaube, ich habe tatsächlich eine Erklärung. Die Datasette wurde nicht vollständig beschrieben. Fast so, als wären es die billigen gewesen. Nicht billiger als deine Ausreden. Wie es scheint, wurde ihr Bewusstsein in drei Teile gespalten.
Die Frau, die da gerade aus dem Labor gestapft ist, ist also nur ein Teil von Goal? Und nicht der angenehmste, wie ich hoffe. Echt mal, Doc. Ich dachte, du bist ein Fachmann. Es ist nichts, was ich nicht wieder reparieren ließe. Dazu brauche ich allerdings alle drei Datasetten. Also auch die, die jetzt gerade in ihrem Implantat steckt. Außerdem kann ich den Eingriff nicht ohne die Unterstützung der Patientin vornehmen. Also müssen alle drei Teile von Goal kooperieren, bevor ich mit der Operation loslegen kann. Na, so wie die gelaunt ist, ist sie bestimmt ganz begeistert, sich nochmal den Schädel aufklappen zu lassen. Ja, vielleicht fängst du lieber mit einem anderen Teil ihres Charakters an. Hä? Nimm die zwei Datasetten, die noch im Auswurfschacht liegen. Und das hier. Was ist das? Eine Fernbedienung? Nicht ganz. Siehst du das Fach an der Rückseite? Leg einfach eine der anderen Datasetten ein und drück den Knopf, wenn du in Goals Nähe bist. Sag ich doch, eine Fernbedienung. Es ist schon etwas komplizierter. Die Daten werden in einen Puffer geschrieben und... Ich kann zwischen zwei Charakteren hin und her zappen. Nein, ja, so ähnlich, aber... Wie bei einer Fernbedienung. Genau, wie bei einer Fernbedienung. Cool. So eine hätte ich mal für Toni haben sollen. Beeil dich, Rufus. Je länger sich die einzelnen Charaktersplitter an ihre Selbstständigkeit gewöhnt haben, umso schwieriger wird es, sie zur Operation zu überreden. Suche Goal und überzeuge sie. Alle drei Teile von ihr. Ich bereite hier schon einmal alles weitere vor. Na dann, auf geht's!